Alter, ich komme nicht mehr klar! Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist wieder so ein Tag, der fühlt sich an wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Ich habe mir den Ferdi hergestellt, denn ich habe eine Überraschung für ihn. Ich habe ihm nur gesagt, er muss alles stehen und liegen lassen, was er gerade macht, weil er mich jetzt wohin fahren muss. Hallo Ferdinand. Komm, auf geht's. Ich sag dir, wo es lang geht. Ich will weit fahren, weil sonst muss ich noch tanken. 10 Minuten. Okay, das schaffen wir. Dranbleiben, wir sind gleich da. Es wird auf jeden Fall geil. Bist du eigentlich aufgeregt? Ja, jetzt staue ich mich gerade hier durch München, durch zur Rushhour. Wieso konnten wir das eigentlich nicht früher machen? Das ging aber nicht früher. Warum? Was hast du denn vor? Ja, ehrlich gesagt, was wir meiner Freundin machen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass das, was wir machen, irgendwie geiler ist als deine Freundin. aber die Chance für das, was wir heute machen, die ergibt sich sicherlich seltener, als was mit deiner Freundin zu machen. Okay, das heißt ein Auto oder was? Wer? Jetzt sag halt! Du musst jetzt auf jeden Fall hier gleich rechts raus. Jetzt sag's halt. Nee, es bleibt eine Überraschung. Ich hasse es bleibt für alle eine Überraschung. Ich weiß, es ist überhaupt das Geilste. Ich weiß es, sonst weiß keiner was. Hammer. Hier jetzt links. Ferrari? Nee, ich mein, weiter geradeaus. Ach so. Ich dachte, hä? Das ist jetzt so ein Ferrari, Alter. Was ist bei dir los, ey? Aber hier kommt doch noch was anderes. Kennst du mich was aus? Ist denn hier nochmal? Doch, hier sitzt noch. Fuck, jetzt fällt es mir nicht ein. Warte, was kommt da? Aber hier kommt auf jeden Fall noch irgendwas mit geilen Autos. Aber mir fällt es nicht ein, wer oder wie das heißt. Schau mal hier. Was ist denn hier? Willst du mich verarschen? Dämmert es dir langsam. Eine Corvette oder was? Ja. Echt jetzt? Ja. Nicht dein Ernst. Ja. Alter, ich bin noch nie eine Corvette gefahren. Ja. Darf ich die gleich fahren? Ich weiß nicht. Ach komm. Ich will die fahren. Vielleicht fahre ich auch zuerst. Mal schauen. Ach komm. Jetzt gehen wir erstmal dem Karl Hallo sagen. Schau mal, was hier rumsteht so. Also wenn es jetzt irgend so ein blödes, so ein SUV ist oder so ein Jeep oder so, Alter, dann bin ich echt sauer, ey. Schon. The place on earth. Servus. Servus, alles klar? Ja, also ich bin total aufgeregt. Der Johannes hat gesagt, wir bekommen ein Auto. 65 Corvette mit 770 PS. Da hat er schon was gescheit, ja, nicht gesagt, was wir bekommen. Die steht geil. Schon untergeputzt, ha? Echt? Ich dachte eigentlich, wir kriegen den auch alle. Z06, aber jetzt kriegen wir dieses 750 PS Monster. Unglaublich geil. Du Schatz, ich bin aber weg. Es sind eine Hosenträgergurt drin, also wenn man irgendwo auf die Strecke fahren will, geht an. Kommt jetzt das Rennstrecke nass, dann Rennstrecke trocken, Sport, Sport 2, Rennen, dann sind alle Traktionskontrolle aus. Kannst du mir noch mal kurz die Leistungswerte? Der hat 770 PS, über 1000 Newtonmeter Drehmoment. Ist tiefer gelegt mit Achsschenkel, hat Kappreifen drauf, da musst du aufpassen, die sind tatsächlich irgendwo an der Grenze. Aber ich habe gedacht, ich lasse das drauf, dann kannst du sie runternudeln. Perfekt. Oder? Ja. Karl, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Bitte, gern geschehen. Ich schaue, dass der Bubs Auto ordentlich zurückbringt. Ja? Ja, der kann ja Auto fahren. Vierte. Danke dir, Karl. Der Racer. Viel Spaß. Also vielleicht komme ich nie wieder, wer weiß. Viel Spaß. Ciao! Okay, also das hätte jetzt wirklich besser nicht laufen können. Eigentlich hat der Karl gesagt, wir kriegen eine Z06. Jetzt haben wir eine Z06 mit 770 verdammten PS. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Und ich glaube, man hat es dem Ferdi angesehen, obwohl er eigentlich was anderes vorhatte. Hat er jetzt dankend angenommen. Alter, ich komme nicht mehr klar! Was ist das bitte für ein Gerät? Du siehst doch irgendwie recht glücklich aus. Alter Verwalter! Aber du stehst schon wieder im Stau, gell? Ja, viel kann ich nicht machen. Ich will immer so versucht, mal einfach so ein bisschen Sound hier zu machen. Aber es ist ja schon ein bisschen prollig, wenn ich das die ganze Zeit mache. Aber es ist so krank einfach. Ich komme nicht drauf klar. Du weißt ja immer noch nicht, was wir morgen machen, gell? Also wir gehen auf jeden Fall fahren, aber ich Autobahn oder was? Vielleicht bist du aber auch nur Beifahrer.
Was? Ja, vielleicht sind es die einzigen Meter, die du fahren darfst, im Regen mit Stau. Naja, ich genieße es. So, weil wir jetzt was richtig Geiles vorhaben, kann ich natürlich jetzt nicht dauerhaft selber filmen, ja. Und damit es auch richtig geile Bilder werden, sind wir jetzt hier in der Adi Meislinger Straße bei Drehmomentfilm. Die werden uns nämlich begleiten bei dem, was wir vorhaben. Und deswegen würde ich sagen, ich übergebe jetzt mal die Kamera an den Fisi, der hier schon steht. Und ab sofort seht ihr mich in der Kamera. Der Ferdi hat wieder das Pech gehabt, Stau, Regen, Semislicks. Der Ferdi weiß auch nach wie vor nicht, was wir eigentlich vorhaben. Er kriegt, glaube ich, die Tür nicht auf. So, hast du hast vorher von eben die Tür auf. Hast du jetzt gefunden, was raus? Wo denn? Klar, das sind Ringe. Probier nochmal. Anfänger halt. Ah. Ein Knopf zum Tür auf. Ich hab dir noch nicht gesagt, was wir morgen machen. Ja, er hat also immer noch darf mit dem Auto hinfahren, wo ich will. Was machst du? Nee, wir machen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck. Und wer gewinnt, darf morgen das Auto nach Lindau fahren. Und in Lindau gehen wir dann mit den Alpine Rush Leuten über den Arlberg bis nach Innsbruck. Okay. Autobahn, Passstraßen, Vollgas, Driften. Das heißt, du spielst Best of Three? Nee. Einmal, wer gewinnt da? Einmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja! Verdammt. Ich darf fahren. Wichtig, wir bauen jetzt alle Kameras ein, damit wir morgen rundherum alles Mögliche verfolgen können, was er so hinterm Steuer macht. Ich fahre dann wahrscheinlich das Begleitfahrzeug und film ihn. Ja. Klar, das macht auch Spaß. Ist auch okay. Also.